Die wachsende Marktmacht von XXX Lutz macht der Branche Sorgen. Wenn einer so stark wird und so omnipräsent wird, dann ist das eine Gefahr für die Vielfalt. Mit sehr aggressiven Methoden. Wir sind im niedersächsischen Friedenbeck mit Ilhan Akilic verabredet. Er zeigt uns seine Küche. Die hat er vor mehr als anderthalb Jahren bei Mömax, einem Tochterunternehmen von XXX Lutz, gekauft. Für 22.000 Euro. Sehen Sie, wird ja nicht. Hier fehlt ja die Platte, Steinplatte. Hier sind ja Teile, die noch nicht verbaut sind. Und dieser Schrank, der ist zum fünften Mal falsch geliefert worden. Also passt nicht. Sehen Sie, hier sind auch Teile davon. Die Küche noch immer nicht funktionstüchtig. Wenigstens sind Herd und Geschirrspüler endlich eingebaut. Über 3 Monate konnten wir die Kühe hier nicht kochen. Wir konnten über 5 Monate nicht, hier fehlte Spülmaschine. Müssen wir so in der Badewanne teilweise waschen, unsere Geschirr. Von Anfang an lief alles schief. Statt nach 4, wie abgesprochen, kommt die Küche erst nach 6 Monaten. Allerdings unvollständig und fehlerhaft. Besonders ärgerlich. Für die Reklamationen fühlt sich wochenlang niemand zuständig. Weder von Mömax noch vom XXX Lutz Kundenservice. Egal, ob Sie reklamieren, schreiben Sie, gibt es keine Antwort. Sie haben keinen Ansprechpartner dort. Und als der Kundenservice endlich reagiert, schaffen die Mitarbeiter es in 5 Versuchen nicht, die Küche in einen einwandfreien Zustand zu bringen. Für den Ärger bekommt die Familie knapp 3.000 Euro gutgeschrieben. Zusätzlich will Mömax für jeden Tag, den sie ihre Küche nicht nutzen können, 15 Euro zahlen. Monate später gibt es einen neuen Mitarbeiter, der sich um die immer noch defekte Küche kümmert. Trotz schriftlicher Abmachung will der von einer Entschädigung nichts mehr wissen. Akilic soll damit auf mittlerweile rund 3.600 Euro Verzugsentschädigung verzichten. Natürlich fühlen Sie sich dann als Kunde so ein bisschen betrogen, dann, ne? Wir fragen beim Möbelhaus nach, warum man sich nicht an die Entschädigungsvereinbarung hält. Eine Antwort darauf bekommen wir nicht. Warum geht die XXX-Lutz-Tochter Mömax so mit einem Kunden um? Offenbar kein Einzelfall. Markt hat schon mehrfach über Kunden berichtet, die Qualitäts- und Serviceprobleme mit XXX-Lutz hatten. Wie hier bei diesem aufgerissenen Fernsehsessel, den das Möbelhaus zunächst nicht tauschen wollte. Normale Abnutzung hieß es. Ich möchte gerne Möbel verkaufen, aber ich kümmere mich danach nicht drum. Auch bei diesem Loch im Sofa gab es erst mit uns eine Kulanzlösung. Ich war als Kunde total enttäuscht. Wir schauen uns das Unternehmen genauer an. Das Möbelhaus mit dem roten Stuhl als Logo ist ein österreichischer Konzern, der mittlerweile hinter IKEA Platz 2 der größten Möbelhäuser in Deutschland und Europa belegt. Pro Jahr kauft das Unternehmen im Schnitt 6 Konkurrenten weltweit auf. Allein in Deutschland betreibt XXX Lutz 57 Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Märkte. Hält damit einen Marktanteil von mehr als 11%. Hinzu kommen Beteiligungen an Home24, Poco und vielen mehr. Die bisher letzte Übernahme in Deutschland, Möbel Hesse in Hannover. Das Traditionsunternehmen wurde nach fast 80 Jahren vom Möbelgiganten aus Österreich geschluckt. Im vergangenen Herbst bekamen damit rund 300 Angestellte des ehemaligen Familienbetriebs Hesse einen neuen Arbeitgeber. Vom kuscheligen Familienbetrieb zum Großkonzern. Und den sehen Gewerkschafter kritisch. Wir beobachten als Gewerkschaft Verdi in anderen Landesbezirken, dass dieses Unternehmen sehr aggressiv mit Beschäftigten umgeht, neu eingestellte Arbeitnehmer zu wesentlich schlechteren Bedingungen beschäftigt und dann Druck ausübt auf Altbeschäftigte und ihnen in Anführungszeichen nahelegt, das Unternehmen zu verlassen, weil sie ja zu teuer sind. Der Verdi-Landesverband Nordrhein-Westfalen hat bereits 2018 eine Broschüre zu den Geschäftspraktiken von XXX Lutz veröffentlicht. Vom härtesten Arbeitgeber Deutschlands ist da die Rede. Die Erfahrung, vor allem in Nordrhein-Westfalen, ist, dass dieser Arbeitgeber
vor kaum etwas zurückschreckt und mit sehr aggressiven Methoden Menschen aus dem Betrieb drängt. Anders kann ich das nicht bezeichnen, wenn demokratisch gewählte Gremien, das sind Betriebsräte, in ihrer Arbeit behindert werden. XXX Lutz schreibt uns zu den Vorwürfen der Gewerkschaft. Dieser Vorwurf trifft nicht zu. Fakt ist vielmehr, dass in der deutschen XXX Lutz Unternehmensgruppe insgesamt 32 Betriebsratsgremien und weit über 300 Betriebsräte aktiv sind. Außerdem sei es bei ganzheitlichen Übernahmen oberstes Ziel, sämtliche Arbeitsplätze an den Standorten zu erhalten und die dort Beschäftigten auch zu übernehmen. Nicht nur die Gewerkschaften sehen die große Marktmacht von XXX Lutz kritisch. Auch die deutschen Möbelhersteller sind alarmiert, wenn stattdessen immer mehr kleine Traditionsunternehmen mit unterschiedlichen Produktpaletten vom Markt verschwinden. Auf der Möbelmesse IMM Cologne sind wir mit Leo Lübke vom Verband der deutschen Möbelindustrie verabredet. Ein großes Machtgefälle ist natürlich nie gut. Und vor allem, wenn einer so stark wird und so omnipräsent wird, dann ist das eine Gefahr für die Vielfalt. Und einrichten ist ja Vielfalt, ist ja sehr individualisiert. Und das ist natürlich nicht gut, auch für die Konsumenten nicht gut. Und für die Industrie birgt es auch Gefahren, wenn da eine Handelsmacht dazu führt, dass die Preise diktiert werden. Denn dann sinken die Einnahmen. Und das bedeutet, dass wir nicht investieren können in neue Maschinen, in neue Ausstattung, auch vielleicht in Marke, in neue Services. Da müssen dann Abstriche gemacht werden und alles das schmerzt die Industrie und letztlich auch die Konsumenten. Die Auswirkungen für den Konsumenten erklärt uns Karl Franz. Er ist Dozent an der Möbelfachschule Köln. Hier werden die zukünftigen Führungskräfte und Fachberater des Möbelhandels ausgebildet. Die Studenten lernen alles über Qualität, Hersteller und Preisgestaltung. Doch wenn das Geschäft der Möbelriesen eher auf Masse statt auf Klasse ausgerichtet ist, dann ist auch eine gute Beratung nicht mehr so wichtig, erklärt uns Karl Franz. Dann im Unterricht tatsächlich erste Stunde geht. Auf der Kostenseite wird gespart, weil das Produkt einfacher wird. Es wird die Vielfalt herausgenommen. Auf der Preisseite werden Preise tendenziell höher gesetzt. Dazu kommt, XXX Lutz arbeitet mit sogenannten Hausmarken. Produkte, die von unterschiedlichen Herstellern produziert und unter einem Markennamen verkauft werden. Novell zum Beispiel oder Dieter Knoll. Das Perfide bei diesem Namen? Er ähnelt dem sehr renommierten Möbelhersteller Walter Knoll, der seine qualitativ sehr hochwertigen Produkte auf der Kölner Möbelmesse ausstellt. Eigenmarken haben verschiedene Funktionen und mit ihnen lässt sich gut verschleiern, sagt Karl Franz. Man versucht so natürlich dann auch entsprechend die Marke wertiger zu machen und zum höheren Preis zu verkaufen. Diese Marke gibt es dann entsprechend nur in den Shops unter dem Label XXL dann am Ende. Und dadurch versucht man die Vergleichbarkeit dann entsprechend zu regeln bzw. zu minimieren. Und auch noch ganz gut. Denn wenn niemand anderes diese Marke führt, kann der Kunde sie preislich auch nicht vergleichen. Wettbewerb ist insoweit ausgeschlossen. Das Unternehmen schreibt uns dazu, XXX Lutz garantiert seinen Kunden sogar den besten Preis, auch und insbesondere im Hinblick auf Aktionsangebote von Mitbewerbern. İlhan Akilic hat nach mehr als anderthalb Jahren genug vom Küchenärger. Er will sie an Mömax zurückgeben. Nach 5 gescheiterten Nachbesserungsterminen ist das sein gutes Recht, findet er.